Viele denken, der Khilaf unter den Ahl-Sunna und den Asha'ir und den Maturidiyah liegt nur so bei Al-Istiwa, ja, und bei der Hand. Das ist nicht so. Die Ahl-Sunna und Jama'a widersprechen sich den Asha'ir und den Maturidiyah und so weiter in fast jedem Asl. Sie widersprechen ihnen in dem Iman an Allah. Das beinhaltet die Eigenschaften, das beinhaltet den Qada und den Qadar. Die Asha'iriyah sind Jabriyah. Jabriyah, das heißt, ich weiß nicht, wie man das auf Deutsch nennt, sie sagen sozusagen, der Mensch ist in der Realität frei vom Willen. Er hat keinen Willen. In der Realität. Wir widersprechen uns mit den Asha'iriyah in jeder einzelnen Eigenschaft. Nicht nur in den Al-Istiwa und Al-Yad und Al-Nuzul, das Herunterkommen, Allah Jallas. Die Asha'ira haben zwar auch sieben Eigenschaften, die sie bestätigen. Wie zum Beispiel die Irada, der Kalam, Allah Jallas Kalam. Sie bestätigen auch, dass Allah Jallas Mutakallim ist, er spricht. Aber das, was sie Kalam nennen, ist nicht das, was wir Kalam nennen. Für sie ist der Kalam etwas Urewiges, der Kalam Nafsi. Das heißt, der Kalam, der nicht von ihm ausgegangen ist, von Allah ausgegangen ist. Also wisst ihr, was der Kalam Nafsi ist? Ihr könnt euch das so vorstellen. Wenn ich jetzt in meinen Gedanken etwas hege, ich denke über etwas nach, ja. Bevor ich das ausspreche, nennen sie das schon Kalam. Die Rede. Aber sie nennen das die geistige Rede, wenn man es so sagen kann. Bei ihnen gibt es nur diesen Kalam. Bei der Ahl-Sunnah wal-Jama'a, bei uns ist der Kalam, Allah Jallas, yani Al-Kalam bil-Haqiqa. Er spricht in der Realität. Das heißt, man kann seinen Kalam hören und er spricht, wen er will mit diesem Kalam, wann er möchte. Bei ihm geht das auch nicht. Er kann nicht sprechen, wann er will. Wir widersprechen uns mit ihm, mit den Asha'ira in den Iman-Angelegenheiten. Die Asha'ira sind Murji'a im Iman. Oder Jahmiya kann man auch sagen. Das heißt, wir sehen, es gibt wirklich sehr, sehr viele Unterschiede, fast in jedem Asl. Und deswegen kann man niemals sagen, die Asha'ira gehören zu Ahl-Sunnah. Diese Aussage, das ist eine fatale Aussage. Die Asha'ira und die Maturidiyah und die Ahl-Hadith, das sind die Sunnah, die Sunniyun. Die Asha'ira und die Maturidiyah sind auf keinen Fall gehören sie zu den Ahl-Sunnah wal-Jama'ah. Jedenfalls, das ist eine andere Messe, die ist ein wenig komplex. Dazu kommen wir vielleicht mal später. Aber ich sage mal, man darf das nicht verallgemeinern. Bei den Asha'ira und den Maturidiyah. Es gibt unter den späteren Ahl-Ilm viel Disput in dieser Sache. Aber dazu kommen wir vielleicht mal ein anderes Mal. Jedenfalls, wir haben gesagt, La ilaha illallah. Das bedeutet so viel wie, ich bekenne mich dazu, ich akzeptiere und bin dieser Realität vollkommen ergeben, dass es keinen Ma'bud außer, mit Recht, außer Allah Jalla gibt. Und Al-Ilah, wie wir gesagt haben, aus dem auch das Wort Allah kommt, am Anfang war das Wort Allah, Al-Ilah, dann hat man das Hamza weggenommen, Allah, dann hat man den Tafrim dazugefügt, dann hieß es Allah. Das Wort Al-Ilah, wie manche der Mubtadi'a behaupten, bedeutet nicht Al-Qadiru al-Ikhtira'. Die Mutakallimun, unter anderem die Asha'ira, sagen, Al-Ilah bedeutet derjenige, Al-Ilah nennt man denjenigen, der die Macht und Fähigkeit hat zu erschaffen. Also bei ihnen wird die Uluhiyya mit der Rububiyya erklärt. La ilaha illallah heißt bei ihnen dann, es gibt keinen, der dazu in der Lage ist zu erschaffen, außer Allah. Ja. Diese Aussage wäre, das ist ein fataler Fehler, der falsch ist und der sich den Nusus des Koran, der Sunna, eindeutig widerspricht. Denn die Mushrikun, zu denen der Prophet sallallahu alaihi wasallam entsandt wurde, sie wussten, dass es keinen Schöpfer außer Allah sallallahu gibt. Und würde dieses Wort wirklich das hier bedeuten, dann würden die Mushrikun diese Aussage billigen. Aber sie lehnten diese Aussage ab. Und würden wir sagen, es bedeutet Al-Ilah der Khaliq, dann würden sie etwas ablehnen, was sie eigentlich akzeptieren. Das wäre vernunftswidrig gewesen. Und daher, als die Propheten zu ihnen sagten, sagt La ilaha illallah, sagten sie, أَجَعَلَ الْآلِهَةَ إِلَهًا وَاحِدًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ. Hat er denn die Aliha, also die Angebeteten, alle zu einem einzigen Ilah gemacht? Das ist wahrlich eine seltsame Sache.
Und als man das zu ihnen sagte, sagten sie, أَجِئْتَنَا لِتَأْفِكَنَا عَنْ عَلِهَتِنَا. Bist du denn zu uns gekommen, damit du uns von unseren Aliha abhältst? Und das kann hier in diesen Kontexten nicht den Rabb heißen oder den Schöpfer. Weil sie wussten, es gibt nur einen Schöpfer. Also wenn das bedeuten würde Schöpfer, dann würden sie sagen, hat er alle Schöpfer zu einem Schöpfer gemacht? Und sie sagen sowieso, es gibt nur einen Schöpfer. Von daher also ist das nicht möglich. Na, und auch die Überlieferungen der Sunna erklären eigenständig den Inhalt dieser Worte. Wir sehen zum Beispiel in einigen Überlieferungen, sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, Buni al-Islamu ala khams. Der Islam wurde auf fünf Dinge aufgebaut. Dann nannte er die Shahada la ilaha illallah. Und in einigen Riwayat desselben Hadithes heißt es, der auch bei Muslim verzeichnet ist, er sagte, der Islam wurde auf fünf Dinge aufgebaut, aber er benutzt hier nicht das Wort La ilaha illallah und Muhammad Rasulullah. Er sagt, ala an ta'bud Allah wa takfura bima duna, oder so ähnlichen Wortlaut. Er sagt, dass du Allah die Ibadah entgegenbringst und dass du all das negierst, was neben ihn angebetet wird. Und in dem Hadith von Mu'adh ibn Jabal, in dem der Prophet sallallahu alaihi wasallam Mu'adh in den Jemen schickte, er sagte, das erste, wozu du sie aufrufst, soll die Shahada la ilaha illallah sein. Wenn sie dies akzeptieren, dann ruf sie zum Gebet auf und sage ihnen, dass sie fünf Gebete am Tag und in der Nacht verrichten müssen. Wenn sie dies akzeptieren, dann sag ihnen, dass sie die Zakat entrichten sollen. Man soll sie von ihren Reichen nehmen und an ihre Armen geben. Und in einer anderen Überlieferung dieses Hadiths heißt es, du sollst sie zur Ibadah Allah Jallas aufrufen. Und in einer anderen Überlieferung zur Kenntnis Allah Jallas. Das heißt, aus diesem Ding ein Wort entnehmen wir, dass wer den Tawhid nicht kennt, der kennt Allah Jallas nicht. Und wer die Ibadah nicht verwirklicht, der hat die Shahada La ilaha illallah nicht verwirklicht. Wer den Schirk nicht meidet, der hat sie auch nicht verwirklicht. Deswegen auch hier auch eine sehr interessante Sache. Es reicht nicht einfach zu sagen, ich begehe keinen Schirk. Und sonst mache ich nichts. Also ich begehe zwar keinen Schirk, ich widme mich mit der Ibadah niemanden anderen außer Allah Jalla an, aber ich verrichte auch nicht die Ibadat Allah Jalla. Ich gehorche ihm auch nicht und unterwerfe mich nicht. Das ist dennoch ein Mushrik. Weil Allah Jalla sagt, wa'budu Allaha wa la tushriku bihi shay'a. Und entgegnet Allah oder widmet Allah Jalla die Ibadah und meidet den Schirk. Also und gesellt ihm darin nichts bei. Hier gibt es eine Sache, die nennt sich Dilalat al-Iqtiran bei den Usuliyun, bei den Usulgelehrten. Das heißt, dass ein Hukum aus dem Ganzen genommen wird. Das wenden wir hier mal an. Der Hukum wird aus beiden Wörtern genommen. Das heißt, niemand kann die Ibadah verwirklichen, die Ibadah, die verlangt wird in diesem Text, bis er den Schirk meidet. Und niemand kann den Schirk meiden, bis er die Ibadah Allah widmet. Das sind also zwei Dinge, die voneinander nicht zertrennbar sind. Darum sagt der Sheikh Al-Imam al-Shawkani, ich habe diese Fatwa von ihm in den Al-Rasail al-Nuraniya gefunden. Er wurde gefragt über bestimmte Beduinen, die nichts vom Islam machen. Das heißt, sie fasten nicht, sie beten nicht, sie machen kein Hajj, sie haben es auch nicht vor, gar nichts. Nur, sie sprechen nur die Shahada aus. Der hat gesagt, diese Leute sind Kuffar. Aus dem Grund, weil der Iman bei den Ahl Sunnah wal Jama'ah besteht aus Qaul, Amal und I'tiqad. Also aus Glauben, aus Amal, Taten des Körpers und aus Aussagen. Wenn eines dieser drei komplett fehlt, komplett, also der Jins, die Gattung fehlt an sich, dann ist der Mensch ein Kafir. Mit Ijma' der Ahl Sunnah wal Jama'ah. Ijma' der Gelehrten. Gut, jedenfalls. Das ist die Definition oder kurzer Überblick über die Shahada la ilaha illallah. Und die Verwirklichung der Shahada la ilaha illallah, das ist die erste Pflicht, die einem Mündigen begegnet. Bei der Ahl Sunnah. Bei den Mutakallimun ist die erste Pflicht der Zweifel. Als allererstes, deine erste Pflicht bei den Mutakallimun, bei den Philosophen, dazu gehören die Mu'tazila und teilweise die Asha'ira und so weiter, die Zweifeln. Also die erste Pflicht, wenn jemand reif wird, was muss er als allererstes machen? Er muss beginnen zu zweifeln. Warum? Weil wenn er anfängt zu zweifeln,
dann beginnt er durch sein Intellekt, also bei ihm baut alles auf den Intellekt auf, ne? Durch sein Intellekt muss er jetzt beginnen, sich umzuschauen auf dieser Welt. Erkenntnisse gewinnen. Durch diese Erkenntnisse soll er zu der Erkenntnis gelangen, dass es einen Schöpfer geben muss. Dieser Schöpfer muss lebendig sein. Dieser Schöpfer muss Dinge von mir verlangen. Er hat mich mit so vielen Gnaden begnadet, ich muss ihm irgendwie Dank erweisen. Er befiehlt und verbietet. Dann kommt er zu dieser Erkenntnis. Das ist die erste Verpflichtung bei ihnen, nicht der Tauhid. Manche von ihnen sagten, die erste Verpflichtung ist nicht der Zweifel, sondern der An-Nazar. An-Nazar, das heißt, dass er über alles sinnt. Und damit auch zu demselben Entschluss kommt, dass es einen Schöpfer gibt, bla bla bla. Manche von ihnen sagten, der Wille zum Besinnen. Das sind alles drei verschiedene Aussagen. Im Endeffekt führen sie zu einem und dem Gleichen. Er muss zu der Erkenntnis kommen, dass es einen Schöpfer gibt und dass dieser Schöpfer Allah Jalla allein ist. Das ist die Aussage der Mubtadi'a, der Mutakallim und so weiter. Jedenfalls, aber das widerspricht sich auch den Ijma' der Ahl Sunnah wal Jama'ah und den Nusus des Koran und der Sunnah. Und das, was sie als erste Pflicht betrachten, das ist sowieso etwas, was ein Mensch mit einem normalen Gemüt, mit geringem Verstand sowieso von Natur aus weiß. Also die Rububiyya, die Existenz eines Schöpfers, ist etwas, was man eigentlich von Natur aus weiß, durch geringes Anwenden des Verstandes und des Intellektes kommt man dahinter. Und daher sagten die Propheten, sie sagten, أَفِلَّهِ شَكُّمْ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. Gibt es etwa einen Zweifel in Allah, dass er der Schöpfer der Himmel und der Erde ist? Hier ist nicht die Frage gemeint. Das ist der Al-Istifham al-Inkari. Eine Frage wird gestellt, weil man von dem Gefragten eine Verneinung und Negierung erwartet. Ja? Also die Antwort ist, nein, es gibt keinen Zweifel. Warum wendet ihr euch dann mit der Ibadah anderen zu? Das ist also der Sinn dieses Verses. Also hier wird durch diesen Vers klargestellt, dass der Iman an die Existenz Allah Jalas oder die Rububiyya Allah Jalas etwas ist, was fest in den Gemütern und in den Veranlagungen des Menschen verankert ist. Deswegen muss man gar nicht mit großen Erkenntnissen dazu kommen. Abgesehen natürlich jemand, der daran zweifelt, ja, oder der sowas wirklich mit Gewissheit leugnet. Das ist aber ein Ausnahmefall. Und kann nicht die absolute Regel sein. Und der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagte, Kullu mauludin yuladu ala al-fitra. Jedes neugeborene Kind wird auf der Fitra geschaffen. Seine Eltern machen dann aus ihm einen Majusi und einen Nasrani und einen Juden. Aber er sagt nicht, sie machen aus ihm einen Muslim. Sie machen aus ihm jemanden, der an die Rububiyya Allah Jalla glaubt. Diese Kalima, die Shahada, hat Bedingungen und Säulen. Wobei man hier eigentlich sagen muss, dass man diese 7 oder 8 Bedingungen nennt, das ist ein wenig, man kann sagen, also man war mit dem Wort nicht so streng. Weil diese Dinge sind keine Bedingungen, das sind Säulen. Was ist der Unterschied zwischen einem Rukn und einem Schart? Der Schart ist der Rücken, also die Säule, ist etwas, was ein Bestandteil der Beschaffenheit selber ist. Es gehört also zur Beschaffenheit, zur Wesenheit der Sache selbst. Eine Bedingung ist etwas, was außerhalb liegt. Es ist nicht Bestandteil der Beschaffenheit. Das Wort Shahida in der arabischen Sprache deutet auf das Ilm. Ja. Also wie können wir sagen, das Ilm ist eine Bedingung, nicht eine Säule. Der Sidq, die Wahrhaftigkeit in der Shahada, das Wort Shahada in der arabischen Sprache, deutet auf die Wahrhaftigkeit. Wer also mit Lüge oder mit Heuchlerei etwas bezeugt, ein Bekenntnis ablegt, den nennt man nicht Shahid. Shahid, also absolut. Das heißt, es ist eine Säule. Aber wie gesagt, die meisten Ahlul Ilm nennen es so. Man kann das als Tajawuz bezeichnen, also dass sie das irgendwie im übertragenen Sinne so meinen. Ja. Es ist aber nicht so problematisch.